Hallo, ich bin Paul. Ich bin Karima. Ich bin Jona. Und ich bin Linnea. Und wir wollen euch heute erklären, was die Aufgaben der Bundeskanzlerin sind. Wer ist denn momentan der Kanzler oder die Kanzlerin von Deutschland? Seit 2005 ist Angela Merkel unsere Bundeskanzlerin und damit die erste weibliche Bundeskanzlerin von Deutschland. Gemeinsam mit ihren Ministern, mit welchen sie eng zusammenarbeitet, überlegen sie, welche Entscheidungen für Deutschland getroffen werden und lösen Probleme. Jeder Minister hat eine unterschiedliche Aufgabe und ein Spezialgebiet. Zum Beispiel gibt es einen Umweltminister, einen Verteidigungsminister, einen Finanzminister und einen Verkehrsminister. Insgesamt gibt es 15 unterschiedliche Minister, die jeder ein Spezialgebiet haben. Und natürlich gibt es nicht nur männliche Minister, sondern auch weibliche Ministerinnen. Bürgerinnen und Bürger Deutschlands wählen alle 4 Jahre die Vertretung des Bundestags. Jeder hat dabei 2 Stimmen, die er an die Parteien vergeben kann. Aber wer wählt denn jetzt die Kanzlerin oder den Kanzler? Also Paul, die Kanzlerin wird zunächst nicht direkt vom Volk gewählt, sondern vom Bundestag. Und der Bundespräsident muss zunächst einen Kandidaten vorschlagen, dessen Partei erfolgreich gewählt wurde. Der Kandidat wird ohne Aussprache des Bundestags gewählt. Der Kanzler kann unbegrenzt wiedergewählt werden. Er braucht jedoch die absolute Mehrheit der Abgeordneten, das heißt die Hälfte plus 1 Stimme. Kommt keine absolute Mehrheit zustande, gibt es ein 2. Wahlverfahren. Ist auch dieses nicht erfolgreich, wird der Kandidat durch die relative Mehrheit gewählt. Also wenn er die meisten Stimmen hat. Abschließend muss der Bundespräsident den Bundeskanzler innerhalb von 7 Tagen ernennen. Welche Rolle hat der Kanzler oder die Kanzlerin in der Regierung? Okay, Jona. Die Bundesminister und die politischen Richtlinien werden von ihr bestimmt. Die Kanzlerin steht zwar offiziell hinter dem Bundespräsidenten und dem Bundestagspräsidenten an 3. Stelle, ist faktisch jedoch die mächtigste Politikerin in Deutschland. Die Bundeskanzlerin besitzt laut Grundgesetz die sogenannte Richtlinienkompetenz. Das bedeutet, dass sie die Richtlinien der Politik bestimmt und dafür die Verantwortung trägt. Das Ressortprinzip bedeutet, dass die einzelnen Minister ihre Ministerien individuell leiten. Und dass die Kanzlerin dort nicht so einfach entscheiden darf. Über alle anderen Vorhaben muss sie allerdings trotzdem informiert werden. Mit dem Kollegialprinzip ist gemeint, dass sich die Kanzlerin bei Meinungsverschiedenheiten dem Bundeskabinett und damit dem Kollegium im Zweifel beugen muss. Zudem reist die Kanzlerin weit und oft in andere Länder, um mit anderen Präsidenten zu besprechen, wie sie gut zusammenarbeiten können und große Probleme lösen können. Die Arbeitszeiten von Frau Merkel sind nicht festgelegt. So hat sie also keine festen Pausen. Sie muss zum Beispiel Pressetermine einhalten, Fragen beantworten, durch Deutschland reisen, Veranstaltungen eröffnen und immer erreichbar sein. Welche Kanzler gab es denn vor Frau Merkel? Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist Konrad Adenauer gewesen. Er war von 1949 bis 1963 der erste Bundeskanzler und gleichzeitig von 1951 bis 1955 der erste Bundesminister der Auswärtigen. Ludwig Erhard. Er war von 1963 bis 1966 Kanzler. Danach kam als 3. Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Von 1966 bis 1969. Er war der erste Kanzler mit großer Koalition. Willy Brandt von 1969 bis 1974. Dann folgte Helmut Schmidt von 1974 bis 1982. Und danach Helmut Kohl von 1982 bis 1998. Er war der Kanzler mit der längsten Dienstzeit und bis 2000 Ehrenvorsitzender der CDU. Der letzte noch lebende Altkanzler ist Gerhard Schröder, der von 1998 bis 2005 im Amt war. Ich habe noch eine Frage, und zwar, kann Frau Merkel Verbrecher begnadigen? Nein, Frau Merkel hat nicht die Befugnis dazu. Das macht der Bundespräsident. Kann Frau Merkel den Krieg erklären? Nein, kann sie nicht. Sie kann sich laut Artikel 115a im Grundgesetz lediglich dazu verteidigen, wenn es dazu kommen sollte. In anderen Ländern wie zum Beispiel Griechenland erlangt das Staatsoberhaupt die Immunität und kann nicht für Morde belangt werden. Glaubt ihr, Frau Merkel kann das auch? Nein, da jeder Mensch vor dem Gesetz gleich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir haben eure Fragen beantworten können und ihr wisst jetzt ganz genau über den Bundeskanzler Bescheid. Tschüss! Tschüss.